Am 5. September 2021 ging Bewegung für den guten Zweck bereits in die 7. Runde. Wolfgang Dabernick und Michi Kurz luden zu dieser karitativen Veranstaltung. Ja, wir machen wieder eine Charity-Radl-Veranstaltung oder Bewegung für den guten Zweck. Für Läufer, Radlfahrer oder sonst, wer will, E-Bike, ganz egal. Hauptsache, es geht ums Mitmachen. Wie alle Jahre fahren wir wieder für Menschen mit Beeinträchtigung oder Behinderung aus unserer Region. Die freiwilligen Spenden, die hier beim Start gegeben werden oder auch danach noch, die kommen wieder wohltätigen Sachen zur Verfügung gestellt. Wir unterstützen da den Nico Rubin aus Jenig. Der ist von Geburt an schwer behindert, braucht sehr viele Therapien. Und weiters werden wir den Alexander Radin, der kommt heute eh auch, das ist ein Special Olympics Sportler, der kommt mit dem Dominik Bacher, der ihn da immer sehr trainiert und unterstützt. Und den machen auch mit und den werden wir auch eine Unterstützung geben, damit er in seiner weiteren Sportkarriere sich ein bisschen leichter tut. Mit dabei war auch der Behindertenradsportler Helmut Jost aus Kübeck bei Hermagor. Geimpft. Bin die Europameisterschaften in Linz draußen gefahren und die Platzierungen haben mir heuer gepasst. Ja. Bin ich zufrieden und habe erst seit 2 Jahren angefangen mit dem Handbiken. Ja, du bist vorher Straßenradfahrer gewesen. Wie genau. Ist das Handbiken jetzt im Unterschied zu damals? Ja, ein wenig anstrengender. Ich sage aufwärts heute mit den Rennradlfahrern nicht mit, aber abwärts geht schon besser. Ja. Es ist ja ein bisschen eine Schotterstrecke da dabei, wird das machbar sein? Ja, wenn es nicht machbar ist, steige ich davor aus dem Handbike und fahre mit dem Rollstuhl auf. Ja gut, wieder mit dabei. Sicher, wie alle Jahre, ne? Gehört sich ja dazu. Ne? Schlussfahrer halt das. Heute Schlussfahrer, wie schaut es denn aus? Da brauche ich mal keinen Zwang und dann kann ich mit ruhigem Gewissen auffahren. Kann ich ruhigem Gewissen der Letzte sein heute. Ja, so muss ja sogar, gell? Ja. Sollte. Schon, dass da eher wieder zu ist, gell? Hat man irgendwo da einen Spritzer gebracht. nein, wird schon passen. Das Wetter wird auch schön. Ich glaube schon. Das ist schon das Gleiche gewesen. Passt schon. Machen wir doch für uns aber nicht, ne? Dann viel Spaß. Danke. Tschüss. So. Gut, du. So, du. Vielmals. Guten Morgen. Servus. Bist du wohl auch? Schlaß. Was? Also, Telefonnummer. Oberweite. Oberweite. Konfektionsservice. 0664. Du. Immer wieder machen sich Radler auf den Weg zur unteren Valentinalm. Schönen guten Morgen, die Herren. So. Hallo. Bei der Anmeldung und Startnummernausgabe wird für die gute Sache gespendet. Heuer müssen auch die Daten für das Corona Contact Tracing erhoben werden. Manch einer, der kräftig spendet, muss danach seine Geldbörse am Bankomat wieder auffüllen. Hast du jetzt am Bankomat noch danken müssen? Ja, aufladen. Alles gespendet und dann leer. Also vor 3 Jahren waren wir auch dabei, da haben wir das Glück gehabt, die genau die Mittelzeit sind gehoben und dadurch haben wir einen netten Preis gewonnen. Wunderbar. Das war gut, ja. Und schauen wir, wie es heute geht. Ja. Manuel, bist du bereit? Manuel, fertig. Wie schaut es aus bei dir? Alles klar? Ja, ich schaue, ob der Ständer da ist oben. Ja. Also, ja. Ja, dann alles Gute. Vielen Dank. Ja. Danke. Dankeschön. Geht euch. Und die 3. Startnummer 3, also dritter Platz ist drin, oder? Eher nicht. Aber du bist da immer dabei beim Wolfi seine Aktionen? Ja, nach Möglichkeit schon. So eine Sachen sollte man nicht auslassen. Das ist wichtig, auch zu unterstützen. Nicht nur zu unterstützen, man kann auch seinen sportlichen Ehrgeiz befriedigen und gleichzeitig Gutes tun mit ein paar Euro. Wolfgang zu unterstützen, seine Aktionen. Ich finde das sehr gut.
Es ist jetzt zwar recht gut, wenn ihr einen Fernseher kaufen darf. Schreibt bis zum Fernseher. Wir haben keinen Massenstart. Aufgrund von Corona haben wir ein Zeitfenster von 9 bis 10 Uhr. Startzeit, so wie die Leute kommen, können sie dann wegfahren. Und ja, die Wanderer können auch über die Straßen oder über den Römerweg gehen, dass, wenn sie einen auskennen, das ist jedem freigestellt. Und heuer geht es zum neuen Ziel auf die untere Valentinalm. Ja, und schauen wir. Und oben sehen wir dann mehr. Festhalten wie bei den Profis. Gibst du noch was zum Trinken bitte? Ja. Ein Schnaps aber heute. Die Strecke führt heuer erstmals auf die untere Valentinalm. Anstieg und dann haben wir's. Da haben wir uns ein Bierchen verdient. Günther, guten Chance.
seit ich genommen, der ist muskulös. Jetzt da, jetzt halbwegs. Ja, Tag. Da, ich bin schon da. Aber wird sie ausgehen? Ist nicht mehr weit. Sie ausgehen, ja. Super. So weit, wie es einmal war. Ich weiß nicht. Jetzt ganz schön hoch. Da geht's ganz schön hoch. 14%. 14. Nichts gegen das, was sonst immer trinkst. Ja, genau. Jetzt, Seppel. Ist nicht mehr weit. Na, sind wir weit. Ist der Nonno dabei? Und nicht. Entscheidung mitzufahren. Super.
Wie ist es gegangen? Ja, super. Schön, neue Strecke, toll. Wetter passt da. Sehr schön. Was? Jetzt ist es fair. Jetzt wollen wir mal warten, bis alle Wanderer und alle da sind. Und dann machen wir unsere Verlosung. Dann die Versteigerung von der Upcycling-Schicht. Wir haben noch 6 Projekte versteigert. Und ein paar Bier werden wir auch trinken. Ja, bei der Kassa war es recht gut. Heuer sind zwar ein bisschen weniger Starter aufgrund einer Gegenveranstaltung, aber und mein zusätzlicher Aufwand wegen Covid-19. Alle kontrollieren, das ist schon mühsam, inklusive Adressaufnahme und Telefonnummer, aber was tut man nicht für einen guten Zweck? Na super, alles gut. Jetzt bin ich Gott sei Dank mit einer vollen Kasse aufgekommen und jetzt wollen wir nur schauen, dass wir ein paar Gelder noch lukrieren. Und ja, es gibt immer wieder was zum Helfen. Heute sagt man einmal, bei mir ist der Park, sondern wenn das der Akku da packen. Ja. Verstehst? Das ist die große Frage bei den heutigen Bergfahrten. Früher hat man gemütlich fit sein, aber heute, wenn der Akku fit ist, dann geht alles. Aber es ist auch positiv. Meine Frau hat eins perfekt. Wenn ich mit ihr fahre, das ist wie bei einem englischen Hunderennen, weißt du, wo die Wurst oben ist und du kannst sie nie erreichen. Bei der am Lauftour überschuldet, dann hast du keine Chance mehr. Ja. Ist so. Ja, der Akku hat noch 10 Kilo. Die ja. Der Akku ist noch drin, gell? Ich weiß. Ja, hervorragend. Ja. Ich muss schon denken, ich habe es geschafft, mit dem Sieg bis einer zum Mitfahren, wo man eine Strecke in die Klamm nicht. Aber da haben wir das Glück gehabt, dass wir eine da und andere mitgehabt haben, da sind wir ganz langsam gefahren. Ja. Und dann hat er Gas gegeben, weil er mit einem E-Bike mitgefahren ist. Na, wir haben keine nachschauen. Nicht. Ja, aber ich bin ja älter, wer, das ist mein Vorteil. Er ist ohne E-Bike ein E-Biker noch. Ja. Ob er einen Krieg hat, der E-Biker, glaube ich, wird ihn nicht mehr Krieg haben. Ich muss ihn erst interviewen. Du das Mikro geben. Eine besondere Ehre, einmal den Radwolf da oben empfangen zu können, oder wie ist das? Ja, kein Thema, nicht. Erstens einmal eine super Veranstaltung, nicht? Weil das ist ja was Gutes, was die da machen. Und für mich ist es auch fein, weil wir wieder mal ein Festl machen können. Warum? Ja, Mottl, du auch mit dem Radl herum heute. Mein Radl habe ich daheim gelassen, weil momentan habe ich eine Situation, wo ich nicht so da fahre. Aber ich bin froh, dass ich mit dem Auto da fahre, dann kann ich den anderen auch noch mitnehmen. Aber ausgelassen wird kein Festl, gell? Ja, das ist nicht möglich, weil man muss unter die Leute gehen, man muss mit den Leuten reden und. Verstehst du? Der Schlussfahrer schon herum? Ja, der Schlussfahrer da und kein Radlfahrer gefunden. Ja. Der hat alles so schnell. Das ist ein besser Weg. Gott sei Dank war ich Schlussfahrer. Ja. Aber wenn du das erste fährst, findest du auch keinen. Ja, du hast recht, aber das passiert mir nicht mehr. Ja. Nein, nein, passt. Alles gut gegangen. Alle da. Schaut gut aus. Ja, was denn? Gut, besser wie letztes Jahr. Nicht so weit. Und die Strecke ist auch besser als. Ja, besser beschildert ist sie wie letztes Jahr. Also man hat es besser gefunden. Ja. Wenn die Mauer da oben ist, ist da ein bisschen Sache vom Weg her, gell? Ein bisschen gräber, ja. Aber heuer war kein Problem. Heuer war super, ja, war kein Problem. Die Aussicht war gut, sie ist immer vor mir gefahren. Was ist sozusagen ein Motor für ihn? Natürlich, immer eine Motivation, genau. Und für mich ist das dann ein Motor. Ist gut, der Trinken da oben, das Essen. Naja, mit dem E-Bike geht's wohl. Die kleinste Stufe, dann fährt man schön kein Motor auf. Na super, Wetter passt auch. Perfekt. Perfekte Bedingungen. Bravo! Special Olympics Sportler Alexander Radin kam gemeinsam mit Ultra Charity Sportler Dominik Bacher nach einem größeren Umweg auch noch gut ins Ziel. Du, danke, gell? Wie ist es gegangen bei der Strecke jetzt auf? Ja, einfach eine sensationelle Veranstaltung überhaupt. Das Ganze von der Natur her und so unten der Start in Mauten. Also es hat uns wirklich sehr gut gefallen. Wir möchten wirklich an den Wolf und an mich hier ein großes Lob aussprechen, samt dem ganzen Organisationsteam. Unglaublich, was da auf die Beine gestellt wird. Und das hat mich mit Alex persönlich sehr gefreut, dass wir gemeinsam da für einen guten Zweck auflaufen haben können. Alex, ist da gegangen? Ja, mir ist ganz gut gegangen, die gute Strecke. Das Wetter hat gehalten und für mich war es echt super. Anstrengend ein bisschen, oder? Ein bisschen anstrengend, aber ich habe das hinter mir.
Du machst ja selber auch karitative Veranstaltungen, was machst du so? Ja, Ultraläufe immer für einen guten Zweck, mit dem Alex die ganzen Sachen. Der Alex ist mit mir vor 10 Jahren das erste Mal zu einem Lauf mitgefahren, hat 3 Jahre später dann eine Olympiamedaille gewonnen bei den Olympischen Spielen, der Special Olympics in Amerika. Ist Sportler des Jahres in Österreich geworden bei den Special Olympics. Das motiviert uns beide. Wir haben jetzt durch Corona so viele gemeinsame Kilometer gemacht. Und der Alex hat mir trotzdem immer auf die Schulter geklopft und gesagt, egal, irgendwann werden wir wieder gemeinsam bei einem Wettkampf oder für einen guten Zweck laufen. Und das war endlich heute wieder soweit. Also ein guter Zweck ist für dich auch wichtig? Das ist für mich auch wichtig, ja, dass wir so viel Spendengelder einsammeln und für den, der was nötig brauchen, den geben wir ihnen. Super, danke. Zeig noch mal die Hand her. Was hast du für eine Hand gemacht? Gemacht? Das ist für die Sommerspiele 2015 in Los Angeles. Da habe ich gewonnen. Super. Ja. Bei Musik und guter Laune ließen die Teilnehmer die Veranstaltung ausklingen.